Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ja, er hier ist der Marc Hagenbeck. Hi. Und ich bin der Sascha. Und wir haben heute den 17. Januar und am 17. Januar haben wir wieder ein ganz berühmtes Geburtstagskind und das ist Al Capone. Ja. Al Capone ist am 17. Januar 1899 geboren. Ja. Al Capone, natürlich ein ganz berühmter amerikanischer Verbrecher-Boss, dem durch die Prohibition ermöglicht wurde, sein Imperium natürlich richtig, richtig riesenfett aufzubauen. Und der letztendlich wegen Steuerhinterziehung drangekriegt wurde. Nur wegen Steuerhinterziehung? Ja, alles andere konnte man ihm nicht nachweisen. Ist auch geil, ja. Ja. Am 17. Januar 2013 ist ein Film in die Kinos gekommen, den ich auch im Kino gesehen habe. Django Unchained. Wann war das? 2013? 2013 kam so lange ist das schon her. In Deutschland in die Kinos. Wow! Ja. Ja. Ein grandioser Film. Ja. Tarantino findest du gut? Ja. Ja. Alles von ihm? Ich habe Jackie Brown noch nicht gesehen. Oh, der soll nicht so. Ja, der ist nicht der stärkste von allen, aber ist trotzdem gut. Und letztens habe ich Hateful Eight gesehen. Hateful Eight fand ich auch gut. Und da gähnen andere, aber ich fand ihn halt echt cool. Nö, das ist schon gut. Ich fand ihn ziemlich gut. Ne? Ja, wie die Auflösung am Ende ist und sowas, alles gut. Ja, das ist schon schön. Hast du Reservoir Dogs gesehen? Nee, den habe ich. Und der ist auch. Ja, ich weiß. Wie bitte? Ich weiß, der ist aber auf meiner To-Do noch. Der ist noch auf meiner To-Do. Kennst du Four Rooms? Nee, auch nicht. Auch nicht? Auch nicht. Kennst du True Romance? Ja, den kenne ich. Ja, muss ich gerade sagen. Ja. Den kenne ich. Pulp Fiction ist klar. Ja. Kennt jeder. Dann natürlich Dust von Dust Till Dawn. Ja, ist klar. Ist logisch. Aber du kennst nicht Four Rooms? Nee. Du musst du gucken. Und Reservoir Dogs, das ist ja auch ein Klassiker eigentlich. Den habe ich auch nie gesehen. Ja, 17. Januar. Was haben wir noch am 17. Januar heute hier? Da haben wir den Fakt des Tages. Und zwar Fakt des Tages. So wie du das sagst, hört sich das ein bisschen komisch an, ne? Hört sich an wie Fuck. Fuck des Tages. This is the fuck of the day. Ja. Nein, der Fakt des Tages ist, Verliebtsein setzt dieselben Hormone frei wie bei der Einnahme von Kokain. Echt? Achso, das sind die gleichen Rezeptoren, die im Körper dann sozusagen richtig ausgelöst werden. Ja, die diese Glückshormone ausschütten, genau. Ja, das ist so. So, gut, kannst du ja eigentlich jetzt nur in wenigen Fällen nachvollziehen wahrscheinlich, oder? Warst du schon ganz oft verliebt? Ja. Ja? Echt? Ja. Keine Ahnung, weiß ich nichts von. Ja. Es wäre blöd, wenn es gleichzeitig passiert. Ne? Mhm. Ja, ja, genau. Ja, das war der 17. Januar, Entschuldigung. Der 17. Januar heute, wir sehen uns wieder morgen am 18. Januar. Da heißt es wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis. Angeberwissen. Cheerio, Miss Sophie. Tschüssikowski.